1929 ist das Buch geschrieben worden von Adalbert Müller und Bernhard Grüber. Und die haben den Bayerischen Wald bereist. Und die haben da wunderbar geschrieben, vor allem auch über den Hohen Bogen, das mein Hausberg ist. Und es ist ein Reprint des Mursak Verlages und der ist 1993 ist das entstanden. Und da sind auch wunderbare Holzschnitte drin oder Kupferstahlstiche. Wenn man das einmal anschaut, der Rachelsee. So wie er sich damals dargestellt hat. Und der Hohe Bogen ist dargestellt, natürlich ohne Radartyp und ohne Burgstahlsender. Ja, aber das gibt mit es dem gar nicht. Ossergipfel hinten. Und alles ist halt ein bisschen überhöht dargestellt. Und das werden wir auch später sehen. Der Hohe Bogen hat 3334 Fuß, keine Meter. Fuß ist ungefähr 30 Zentimeter. Und aus dem Buch lese ich, jetzt. Aus dem Buch Der Bayerische Wald, illustriert und beschrieben von Bernhard Grüber und Adalbert Müller. Das ist ein Reprint des Mursak Verlages 1993. Geschrieben ist aber schon 1828 entstanden, 1829, und deshalb ein paar erstaunliche Details später im Text. Lichteneck, der Hohen Bogen, Neukirchen beim Heiligen Blut, Eschel kam und fort. Über das geht das Kapitel Nummer 17. Wenn man von Kötzting aus den Hohen Bogen besuchen will, tut man wohl, einen Führer sich zuzugesellen, da der Weg bis Rimbach etwas schwer zu finden ist. Hinter diesem Dorfe steht auf einem kegelförmigen Vorberge, welcher nur eine enge Talschlucht, das Teufelloch genannt, vom Hohen Bogen abtrennt, die Ruine Lichteneck. Sie ist von Wald umwachsen und kaum noch ragt die Zinne des Wartturmes über die Gipfel hervor. Auf der Höhe angelangt sieht man noch ansehnliche Mauerreste, aber von allen Teilen der Burg ein Zeichen langjähriger Verödung, von Graben, Vorhof, selbst von den inneren Räumen hat die Vegetation Besitz genommen. Und wo sonst Ritter und Rosse sich tummelten, leben jetzt die Tannen ihr stilles Pflanzenleben. Lichteneck verdankt seinen Namen sicherlich einem seit grauester Zeit von den Umwohnern beobachteten Naturphänomen. Die zwischen den Hochwaldungen Öd ist der Giebach drüben, und Hohen Bogen im Frühjahre und Spätherbste sich einlagernden Nebel brechen nämlich an der westlichen Kante des letztgenannten Berges bei Lichteneck meist plötzlich ab, und hier ist klarer Himmel, während im jenseitigen Talkessel alles unter düsterem Nebelschleier verhüllt liegt. Und dieses kann man heute noch wunderbar beobachten. Wenn man in Furt im Wald Nebel mehr hat, dann ist es ab Lichteneck, Kötzting, Rimbach, Thürnhofen, wo wir immer sind, wunderschön. Aber jetzt lassen wir die geschichtlichen Details aus und gehen gleich zum Hauptberg, dem Hohen Bogen. Der mächtige Nachbar Lichtenecks, der Hohen Bogen, steigt isoliert und wahrhaft majestätisch aus den breiten Tälern empor, welche die Gewässer des Weißen Regen, der Kamp und der Freibach durchfluten. Seine Höhe beträgt 3334 Fuß.
Seine Länge ist im Striche von Nordwest gegen Südost 1,5 Stunden. Der Berg ist vom Fuße bis zum Gipfel dicht bewaldet und darum ein trefflicher Gewitterableiter für die ganze Umgegend. Auch als Wetterprophet dient er dieser, denn wenn er eine Nebelkappe aufsetzt, erfolgt Regen. Die vielen kleineren Bergkuppen, hierzulande Riegel genannt, welche auf dem breiten Rücken des Hohen Bogen auflagern, werden alle von den beiden Hauptgipfeln, dem Burgstall und Hohenstein, beherrscht. Der Hohenstein ist der Schwarze, wo die Radartürme heutzutage umstehen. Letzterer östlich vom Burgstall sich erhebend und aus spitz zulaufenden kahlen Felsblöcken gebildet, wird nur hier und da von einem Jäger besucht, der dem edlen Federwilde nachgeht, bis auf die einsame Höhe. Der Burgstall in Form eines oben abgeplatteten Kegels an der Westseite des Hohen Bogen hervorragend, ist der eigentliche Zielpunkt der Bergwanderer. Man überschaut von hier aus das ganze Kamberich, also das Kamland, und den größten Teil der Grafschaft Bogen, deren Hochwarte dieser Berggipfel bildet. Dann das Böhmerland bis zum Weißen Berge bei Prag hin. Die Aussicht gegen die Oberpfalz ist durch die dem Hohen Bogen nordwestlich gegenüberstehende Hochwaldung Öd beeinträchtigt und im Südosten reicht der Blick nicht über die gewaltigen Massen des Osser und Arber hinaus. Die länglich runde Platte des Burgstalls zeigt sich bei näherer Betrachtung als ein Teil, zum Teil künstlicher Aufwurf, umgeben von den deutlichen Spuren eines ehemaligen Wallgrabens. Vor 60 Jahren sah man auch noch die Quadern einer Grundmauer und einen Kellerhals samt der Stiege. Letzterer wurde verschüttet, als man jene Quadern ausgrub, und sie zum Baue des Wirtshauses in Schwarzenberg zu verwenden. Die mit diesem Zerstörungswerke beauftragten Arbeiter fanden auch ein Ritterschwert und einen steinernen Grand, welcher jetzt im Garten der Franziskaner zu Neukirchen steht. Fragen wir die Geschichte, wer den kühnen Gedanken gefasst, in solch ungewöhnlich hoher Lage einen Burgbau zu beginnen, so nennt sie uns Albert den Dritten vom Bogen, welcher um 1190 den Grund hierzu legte. Die Klöster Ober- und Niederalteich, deren Schirmvogt der Graf war, wurden von ihm dieses Baues wegen mit schweren Steuern belegt, worüber die Äbte große Klage erhoben. Als dieser unruhige Dynast wegen der Kriegsfurie, die er 1193 in Bayern entzündet, vom Kaiser nach Apulien verwiesen ward, geriet das Werk gänzlich in Stocken und scheint auch später nicht mehr fortgeführt worden zu sein, so dass die Feste Hohen Bogen eigentlich schon von ihrem Entstehen her Ruine ist. Albert schöne Witwe, Ludmilla, der haben wir heute schon mal gehört, mit den Seligenthaler, welche 6 Jahre nach dem Grafentode Herzog Ludwig von Bayern als Gemahlin heimführte, vermachte 1232 ihre 5 am Fuße des Hohen Bogen liegenden Meierhöfe Lehming, Schwarzenberg, Ritzenried, Ober- und Unterfaustern dem von ihr gestifteten Nonnenkloster Seligenthal bei Landshut. Die Bewohner dieser nunmehr zu Dorfschaften erwachsenen Höfe hießen von da an die Seligenthaler Bauern. Die Nachbarschaft der Städte Furt und Cham und anderen bevölkerten Ortschaften macht, dass der Burgstall zu den besuchtesten Hochgipfeln des Bayerwaldes gehört. Am lebhaftesten ging es wohl hier oben bei der Anwesenheit des Grafen Etzernin aus Böhmen zu. Es war in den Jahren 1803 oder 4. Und ältere Leute erzählen noch heute von dieser lustigen Bergfahrt. Der joviale Herr,
hatte viele Gäste mit sich heraufgenommen und eine zahlreiche Dienerschaft, welche Wein und Esswaren im Überflusse nachschleppte. Auch die Musikbande der Landwehr von Furt hatte den Zug mitgebracht. Als nun die große Trommel auf dem Burgstalle zu spielen anfing und weithin das Echo in den Felsen und Talschluchten weckte, gerieten die Bauern der ganzen Umgegend in Aufruhr und rannten mit Pickeln und Schaufeln bewaffnet herzu. Sie meinten, der Schatz auf dem hohen Bogen sei rebellisch geworden und keiner wollte der Letzte sein, sich seinen Anteil zu holen. Ja. Von diesem Schatze am Burgstall des hohen Bogen gehen wunderliche Sagen um. Er soll 100 Lachter unter dem Burgstall liegen, in einem kupfernen Braukessel verwahrt. Nur alle 100 Jahre einmal wird ein Sterblicher geboren, der ihn unter gewissen Bedingnissen zu heben vermag. Kommt nun der Rechte und vollbringt er genau seine Aufgabe, so hebt sich der Kessel von selbst aus der Tiefe und schüttet seinen Inhalt an Gold und Edelsteinen zu den Füßen des Glücklichen nieder. Eines Tages weidete der Hirt von Schwarzenberg seine Herde auf der sogenannten kleinen Ebene am Fuße des Burgstallkegels. Als er abends eintreiben wollte, vermisste er ein junges Rind und nach einigem Suchen hörte er es hoch oben im Walde laut geben. Er stieg eilig den Burgstall hinan und war schon nahe dem Gipfel, als plötzlich eine wunderschöne, aber seltsam und fremdartig gekleidete Jungfrau vor ihm stand und ihn mit einschmeichelnder Stimme anredete. »Du kommst zu guter Stunde hierher. Wisse, dass es in meiner Hand liegt, dich zum reichsten Manne im Lande zu machen. Ich kann dir offenbaren, auf welche Weise du den unter unseren Füßen vergrabenen Schatz heben magst.« Der Hirt, welchen beim ersten Anblicke der Erscheinung ein heimliches Grauen beschlichen hatte, fasste Mut und entgegnete, dass er bereit sei, die Unterweisung zu vernehmen. Freudig fuhr die Jungfrau fort: »Finde dich heute über 8 Tage zu Beginn der Mitternachtsstunde am Fuße des Burgstalls ein, begleitet von 2 Priestern, welche die Beschwörungen zu sprechen wissen. Ihr werdet den Schatz erhoben auf dem Gipfel des Berges liegen sehen. Schreitet nur mutig darauf los und lasst euch nicht irren, was euch immer in den Weg trete, sehe es auch noch so schrecklich aus. Denn es ist eitel Blendwerk des Bösen, das auch weder an Leib noch Seele kann es euch schaden. Bist du an die Schatztruhe herangekommen, so greife mit beiden Händen keck in den Goldhaufen, und er ist dein für immer. Aber wehe, so du durch die Künste Satans dich zur feigen Flucht bewegen ließest. Wehe dann mir, abermal müsste ich 100 Jahre umherirren und könnte nicht zur ewigen Ruhe eingehen. Siehe, dieses zarte Reis, hier wies sie auf ein dem Boden entsprossenes Ahornbäumchen. Es muss zum starken Baume heranwachsen, aus seinem Stamme müssen Bretter geschnitten und diese zu einer Wiege gefügt werden. Der Knabe, welcher in dieser Wiege ruhen wird, muss Mann geworden sein. Dann erst darf ich wieder auf Erlösung hoffen. Gedenke der unaussprechlichen Leiden einer armen Seele und erbarme dich meiner, wie du willst, dass Gott, der Herr, sich deiner erbarme.« Der Hirt hat sich dann entschlossen, der Jungfrau zu helfen, und eben wollte er der Jungfrau seinen Entschluss kundgeben, als die Gestalt derselben in leicht
dichten Nebelflor sich auflöste, den der Abendwind über den Gipfel des Burgstalls hinwegführte. Aus dem Gebüsche aber, an welchem die Erscheinung gestanden, kam das verlorene Rind hervor und folgte willig seinem Herrn auf den Weideplatz hinab. Des anderen Tages hatte der Hirt nichts eiliger zu tun, als nach Neukirchen zum Kloster der Franziskaner zu gehen und dem Pater Guardian den wunderbaren Vorfall zu berichten. Dieser hielt mit den Vätern Rat, was in der Sache zu tun sei, und man kam zu dem Entscheide, dass es sich hier um die Erlösung einer armen Seele und einen Triumph über den Satan handle, wozu die Diener der Kirche hilfreiche Hand bieten müssten. Nachdem der Guardian seinem Kloster von den Hirten einen erklecklichen Anteil an dem Schatze ausbedungen hatte, erteilte er zwei Mönchen, welche als die geübtesten Exorzisten der Gemeinde galten, den Auftrag, sich durch Beten und Fasten zu dem heiligen Werke vorzubereiten. Zur bestimmten Zeit trafen die Patres und der Hirt am Burgstalle zusammen, und eben schritten sie über den Weideplatz hin, als die Turmuhr zu Neukirchen die 11. Stunde angab. Mit dem letzten Schlage loderte auf dem Gipfel eine hohe Flamme empor, und die Mönche erkannten dies als das Zeichen, dass der Schatz sich erhoben habe. Nachdem sie den Hirten gewarnt, nicht von ihrer Seite zu weichen, schickten sie sich an, dem bösen Feinde tapfer zu Leibe zu gehen. Aber kaum hatten sie einige Schritte bergan gemacht, als im Walde ein seltsames Leben rege ward. Eulen und Fledermäuse flatterten den nächtlichen Wanderern in dichten Schwärmen entgegen. Aus dem Unterholze links und rechts warf es mit toten Beinen nach ihnen, und grinsende Schädel kollerten unter ihren Füßen hin. Die frommen Söhne des heiligen Franziskus ließen sich von diesem Spuke nicht anfechten, sondern drangen mit lauter Stimme die Bannformeln hersagend und nach allen Seiten Weihwasser aussprengend rastlos vorwärts. Schon mochten sie die Hälfte des Weges zurückgelegt haben, als der bisher mondhelle Himmel plötzlich sich verfinsterte und ein Sturm losbrach, welcher den ganzen Berg aus seinen Grundfesten heben zu wollen schien. Die Blitze fuhren hageldicht auf die Baumwipfel nieder. Der Donner krachte Schlag auf Schlag. Die Gießbäche stiegen im Nu brausend über die Ufer und wälzten mannshohe Fluten gegen die drei herab. Diese meinten, bis an den Hals im Wasser zu gehen. Aber wie sie näher zusahen, fanden sie, dass nicht ein Faden ihres Gewandes nass war. Darum achteten sie es auch nicht weiter, als ihnen noch allerlei Schreckbilder, bald tierähnlich, bald menschlicher geformt, in den Weg traten. Und sie erreichten den Gipfel, ohne dass ihnen ein Haar gekrümmt worden wäre. Hier sahen sie wenige Schritte vor sich, hell von der noch immer lodernden Flamme erleuchtet, ein kesselartiges Gefäß, das bis zum Rande mit funkelnden Goldmünzen gefüllt war. Eben wollte der Hirt vortreten, um wie ihm die Jungfrau geboten, den Schatz zu erfassen, da wankte der Boden unter ihm, und von unterirdischer Kraft gehoben, wich ein mächtiger Felsblock polternd von seinem Platze. Aus der Öffnung, die sich gebildet, kroch ein scheußlicher Lindwurm hervor und ringelte seines Leibes endlos gestreckte Glieder dreimal um den Gipfel des Burgstalls herum. Einen furchtbaren Schutzwall vor dem gefährdeten Mammon auftürmend. Das Erscheinen dieses Ungeheuers setzte die Herzhaftigkeit der guten Mönche auf eine zu harte Probe. Sie glaubten, sich schon gepackt von den scharfen Zähnen des Drachen
und purzelten mehr als sie liefen den steilen Abhang hinunter. Dem Hirten, der sich von seinen geistlichen Helfern verlassen sah, blieb nichts übrig, als ihnen zu folgen. Wohl vernahmen sie hinter sich die Stimme der Jungfrau, welche in kläglichen Lauten zum Ausharren ermahnte, aber die Flüchtlinge waren nicht mehr zum Stehen zu bringen. Nur einmal hatte der Hirt umzuschauen gewagt und gesehen, wie der Gipfel des Berges sich spaltete und in seinem weiten Risse die Schatztruhe verschlang. Darauf erhob sich ein tausendstimmiges Geheul, welches ihm das Blut in den Adern gerinnen machte. Es war das Hohngelächter der Hölle. Eine andere Sage erinnert durch die Übertreibungen an die irischen Bulls. Sie erzählt nämlich von einer Geiß, welche zu Olims Zeiten auf dem hohen Bogen weidete und so ungeheuer groß war, dass ihr Rücken die Wipfel der höchsten Bäume überragte. Tag für Tag fraß das Untier zwei Morgenlandes ab. Einmal schlief es am Rande eines Hohlweges und ließ seine strotzenden Euter über diesen herabhängen. Ein Holzwagen, der aus dem Hochwalde herabkam, riss ihm im Vorüberfahren eine Zitze weg, und aus der Wunde ergoss sich ein Wolkenbruch von Milch, welcher sieben Dörfer am Fuße des Berges hinwegschwemmte. Das war das erste und letzte Mal, dass stromweise Milch geflossen ist im gelobten Lande Bayerwald.